Wollte ich dir noch was verkaufen? Ich glaube ja eigentlich nicht. Ich glaube es langsam echt nicht. So. Nee, so eine Dwemer-Münze will ich eigentlich behalten. So ein Diamanten. Ah, das ist ja schon fast richtig. Ich wollte eigentlich noch was verkaufen, fällt mir da gerade ein, nämlich so ein Rubin. Wie viel sind die wert? 150, 72. So, hast du eigentlich sonst noch irgendwas, was du kaufen willst? Der hat die Rubine schon gar nicht mehr, ne? Und den Diamanten, die sind plötzlich... Ah, doch, da. Ja, die haben irgendwelche Eigenschaften und Fähigkeiten und so, aber das ist ja jetzt erstmal egal. Ich verhökere das ganze Zeug mal, einfach weil ich gerade überhaupt nicht weiß, was ich damit soll. So, der hat aber kein Geld mehr. Aber der andere Typ, der hat ja Geld. Und zwar bis zum Abwinken. Das heißt, da kann ich eigentlich... Also, bis zum Abwinken ist übertrieben, aber... Er hat Geld und zwar nicht wenig. Mal vergleichsweise. Und dann müsste ich doch schauen, ob ich ihm irgendwas verkauft bekomme. So von wegen 1000... Sonst irgendwas. So, hier zum Beispiel. Irgendeine dieser lustigen Waffen. 10.000 ist zu viel. 2.000. Das wäre eine Möglichkeit. 2.000 wäre auch eine Möglichkeit. Oh, 14.000. Die könnte ich eigentlich verkaufen. Und diesen Dwemer-Helm. Also quasi den nehme ich. Und den nehme ich. Und dann habe ich eigentlich schon mal ordentlich Kohle und das Zeug verkauft. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Tut mir leid, dass ich übrigens wieder so Larifari-Sachen mache und wir in unserer ganzen Geschichte nicht wirklich weiterkommen. Aber das gehört ja auch dazu. Wie gesagt, ich bin eigentlich auch der Überlegung gewesen, ob ich das vielleicht... warte mal. Wie wurde mir gesagt, ich soll so Leute erstmal ein bisschen bestechen? Wow! Damit ich da ein bisschen mehr rausholen kann. Und er hat gerade nicht wenig Kohle, das ist schon mal auch nicht. Naja, nicht wenig. Okay. Verkaufe ich dich? 931. Also die Bestechung war nicht so ganz erfolgreich, so wie das aussieht gerade. Und so ein Dwemer-Helm. Naja, komm hier. Das geht ja wohl nicht. Das muss schon sein. Okay. Dann handle ich nochmal ein bisschen mit dir. 274. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, er hat mich voll über den Tisch gezogen. Ich habe ihn extra bestochen, damit er mir mehr gibt und, irgendwas zum Reparieren? Nein. Gut. Nice. I like good company. What can I do for you? Naja, er ist ja so eine Händlerklasse an und für sich. Insofern ist das vielleicht doch nicht ganz so schlecht gelaufen. Obwohl die Wahl dann natürlich ein bisschen doof war, das hier zu machen. So, was wollte ich ihn jetzt eigentlich erledigen? Ich wollte eigentlich... nach Pelagiet gehen und diese eine komische Feste ausnehmen. Und ich habe jetzt auch mal wieder ein bisschen Platz in meinem Inventar. Das ist doch toll. Muss ich noch mal kurz gucken. Ah, ich habe noch ein paar Dwemer-Münzen, die ich eigentlich loswerden könnte. Da laufe ich ja schon wieder aus, warum ist ja ätzend. So, ich habe noch ein paar Dwemer-Münzen, die ich eigentlich loswerden könnte. Das heißt, ich kann dann Dwemer-Münzen. Wo habe ich meine Dwemer-Münzen hin? Habe ich die da rein? Ja, habe ich.
Willst du mich veralbern? Das ist doch unmöglich. Okay, zack. Okay. Du willst mir sagen, die Kiste ist voll. Es scheint fast so. Schmeiß ich dich mal auf den Boden. Nee, komm, dann machen wir das anders. Dann packe ich dich halt in die Schublade da. Ist mir doch jetzt egal. So. Was? Das wird ja immer besser alles. Ach komm. Kein Effekt auf mich, mir doch egal. Ist es weg. So, eine Dwemer-Münze. Ich packe euch mal alle hier in die Schublade. Jupp. Dann seid ihr wenigstens aufgeräumt. So, das Ektoplasma, da habe ich keine Ahnung, wo ich dich hinpack. Ja, warum nicht? So ein bisschen Ektoplasma könnten wir immer in den Sack packen. So. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich fühle mich schon viel leichter. Und dann können wir ja jetzt nach Sedanin gehen, damit wir von Sedanin nach Pelagiat gehen und dann diesen einen komischen Raum ausnehmen. Was ich jetzt nicht mehr weiß, ist Travel. Sedanin. Was ich jetzt nicht mehr ganz so auf die Reihe kriege, ist... Jo, passt schon. Ist, ob ich in dieser einen Höhle jetzt schon war. Wo es diese... Ich denke da die ganze Zeit, das ist ein Gegner, aber das ist ja bloß ein Baumstamm. Ob ich jetzt in dieser einen Höhle war, wo... Wie heißt's denn? In der anderen Höhle. Also ich war da irgendwann mal. Ich bin der Meinung, wir haben da auch... Ich denke, wir waren da schon. Bin mir aber nur einfach nicht mehr sicher. So, ich muss hier hoch nach Pelagien. Da ist ein Grasbüschel. Halte ich anfangs auch immer für eine Ratte. Aber ist nur ein Grasbüschel. So. Gut. Dann nehmen wir, versuchen wir mal diese eine Höhle auszunehmen. Dann noch ein bisschen Schotter zu verkaufen an diesen komischen Typ. Warum auch immer. So, hier müsst's nach Pelagiat reingehen. Genau. So, ich zeige euch gleich, welche Höhle ich meine. Da hinten gibt's ja auch so eine Höhle. Hier läuft man einfach über die Felder und über die Wiesen und dergleichen. Und dann sieht man da so eine. Ich glaube, hier ist es, ne? Genau. Dann gibt es da so eine Schmugglerhöhle. Und ich bin der Meinung, in der waren wir schon. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir da jetzt auch wirklich alles ausgenommen haben. Wobei, da ging es ja noch weiter. Genau, da ging es ja weiter. Da war ja diese komische Kreatur dann noch, die dann da irgendwie am Boden rumhing. Ah, ich kann von den ganzen Typen natürlich noch die Waffen mitnehmen. Genau, hier unten ist nämlich der da. Warte mal. Das müsste doch... Ja, aber ich will die nicht zuerst angreifen. Habe ich keine Lust drauf.
So. Und da ist jetzt natürlich die Frage, habe ich euch schon alle ausgeräubert? Offenbar nicht. So, dann habe ich hier noch so Jamma. Shane. Na hopp. So, Shane. Und so ein Lederschild. Weil mir der gerade egal ist. Hier habe ich noch ein Schwert. Genau. Dann habe ich hier nochmal zwei Seelensteine. Nochmal ein bisschen Pyjama. Skuma will ich eigentlich nicht. Shane ist okay. Das müsste Matzte sein. Genau. So, und da habe ich einen Gripes Charm. Will ich eigentlich auch nicht, aber kann ich verkaufen. Da ist eine lustige Rolle. Skuma will ich eigentlich nicht. So. 28. 28. Den brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ein Stahlhelm. 60. So, wir gehen erstmal hier. Ah, da war der Spaß. Das war eine wahnsinnig einfache und das war dieses eine Buch, das ich auch schon gelesen habe. So, in die andere Höhle müssen wir auf jeden Fall auch noch rein irgendwann. Einfach, weil wir... Ich gehe jetzt einfach mal bis zum Ende durch. Also nicht ganz zum Ende, sondern bis zum Ende. Ja, wobei, ich meine, wir haben jetzt hier auch gerade so ein bisschen eine Plünder- und Kämpfphase. Insofern finde ich das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir da jetzt auch runtergehen und mal diese Kreatur ein bisschen plätten. Was hast denn du so dabei? Der hat nichts mich Ansprechendes. Schau mal die Kisten hier an. Eine Schüssel und ein Hemd, das ist mir egal. So, dann gibt es hier noch Pyjama. Dann gibt es hier noch... Ja, Geld natürlich. Was habe ich denn das vorher nicht mitgenommen? So, das Schwert. Oh, das Schwert. Oh, ein Rubin. Oh, Gold. Oh, Grief. So, den brauche ich jetzt eigentlich gerade nicht. Hier haben wir Gold, hier haben wir wieder einen Seelenstein. Und hier haben wir wieder einen Fuddlecharm. So, was gibt's denn da drüben noch alles? Da gibt es irgendwelche Früchte. Und Gemüse. Da haben wir Schein. Da haben wir Seelenstein. Da haben wir Matzte. Da haben wir eine Axt. Da haben wir Skuma. Oh, wow, wow. Die ist auch wieder teuer. Da haben wir auch einen Seelenstein. Da haben wir eine Perle. Da haben wir Flynn. Da haben wir wieder Pyjama. Pyjama. So, hier haben wir Kohle. Hier haben wir nochmal einen Rubin. Was ist denn das? Das ist so ein Helm, der interessiert mich eigentlich nicht. Ah, das Amulett der Gesundheit. Das wollte ich ja unbedingt. Okay. Und noch einen Diamanten. Dann haben wir nochmal einen Seelenstein. Haben wir nochmal das da. Und den Becher, der ist mir eigentlich egal. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Da waren wir und da waren wir. Also wir sind hier eigentlich noch lange nicht durch, fällt mir gerade auf. Wir können hier noch so viel Zeug mitnehmen. Das habe ich ja alles schon gelesen. Dafür habe ich irgendwas verbessert. Ich weiß nicht mehr was, aber das ist auch egal. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Kreatur da unten denn so kämpft. Na los. Ah, das gibt's doch gar nicht. Ich geh hier in die Luft.
das für... So.